Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus dem RP-Projekt zusammen mit dem Herrn mit dem Herrn Ludwig, genau. Ja. Und auch guten Tag, Herr auch guten Tag, Herr, wie heißen Sie? Christoph. Genau, der Herr Christoph. Wie geht's? Kleinert. Ja, ich komme jetzt zu Ihnen hoch, oder übrigens, der Herr Händler hat Expresslieferungen gemacht, deswegen haben wir jetzt schon eben die Fahrzeuge. Ja. Ja, das ist eine gute Aktion vom Händler, würde ich sagen. Mhm. Können wir da noch was Sinnvolles tun heute mal? Ja. Oh, dieser John Deere Sound. Ich würde sagen, mit dem Teil hier könnten wir dann auch gleich ein bisschen spritzen. Unkraut entfernen. Ja. Ja, wäre Pflegebereifung das sinnvoll? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube schon. Weil ja, sonst werden wir alles hinmachen. Das, ja. Ne, da müssten wir einmal zum Händler ein paar Reifen holen. Ich weiß ja nicht. Ja. Soll ich zum Händler fahren? Ja, fahr zum Händler und hol ein paar Reifen. Ich komm dann wieder. Ja. Ich hol hier mal. Also Pflegebereifung. Ja, Pflegebereifung, oder? Passt. Ich hol mal die restliche Bestellung mit unserem Massey Ferguson. Mhm, mach mal so. Ah, da kann man Dings machen. Das passt. So, dann machen wir uns einmal auf den Weg zum Händler noch einmal. Die restlichen Sachen holen und Pflegebereifung. Ah, da haben Müller. Wer diese Tafel gesetzt hat, ich weiß nicht. Sie heißt ein Bauhofmitarbeiter. So, dann haben wir gesagt Pflegebereifung. Wie das ausschaut. Ja, ich weiß schon, warum wir die Reifen normal nicht nehmen. Das sieht ja wirklich Na, danke. Hä? Ja. Der Herr Dominik. Der Herr Dominik. Glaubst du, es wäre eine gute Idee, jetzt hier noch den Bergmann mitzunehmen? Dann müssten wir nicht nochmal hier losfahren, ne? Ja, machen wir so. Ja, ne. Soll ich den Bergmann nehmen dann? Ja, ich hab hier. Oder willst du den Lewe? Nein, machen wir so. Und dann würde ich auch bald nochmal mit der Bank sprechen, wegen unserem Kredit, damit wir eine Wiese uns finanzieren können. Ja. Herr Kollege, Sie haben es mir weg. Ja, ich
Kann mir jetzt nicht erklären, warum. Haben sie vielleicht den Hebel vorgetan? Ja, das... Ups. Kann ja mal passieren. Ja. Solange nichts kaputt worden ist. Ja, das ist... Passiert mir regelmäßig, so, dass ich immer mal aus Versehen kurz das Mehlwerk ausklappe. Ja. Na, also lang kann ich mir der den 6930 mit Pflegebereifung nicht anschauen. Ja, das ist ein sehr schönes Modell in der Ausführung. Mhm. Müssen wir die Ersatzräder müssten wir dann auch mal auf unseren Hof mitnehmen. Dann müssen wir nicht immer runter zu ihrem Händler fahren, sondern könnten direkt bei uns mal wechseln. Mhm. Bräuchten ein paar Muskeln, aber die haben wir doch, oder? Jo. Und sonst sagen wir im Bauhof, er soll einmal mit einer LKW den Rest aufhören. Ja. Zu hoch. Ja, das merke ich gerade auch. Ich dachte, ich konnte das so ausgeklappt hinstellen, aber da wehrt sich die Technik. Ich stelle das mal kurz neben das Güllefass, bis wir das gebohrt haben. Moments. So. Also wirklich eine sehr schöne Kombi. Dieses Gelb von John Deere kommt da richtig zur Geltung bei diesem Teil. Da ist mehr Stahlfolge als wie Gummi. Das, ja. Kann ich zustimmen. So. Ja, jetzt könnten wir dann die 104, also direkt hier neben uns, da ist ordentlich Unkraut drauf. Ja, ja, Unkraut. Wie wir sehen, könnten wir dann direkt mit Pestiziden beseitigen. Ah, da steht die Dings, ja. Machen wir. Ja, ich würde sagen, ich fahre mal ganz kurz zu unserem anderen Feld, ob da auch Unkraut ist, nachgeschaut, jo. Oder? Machen wir das so. So, lass mal den Herrn Kollegen da mit seinem V8 AMG raus. Und dann würde ich sagen, fangen wir da an. So, dann kümmern wir uns einmal um das Unkraut. Habe ich mir schon gedacht.
So. Da kommt da uns ja schon der Ludwig. Ja, ich habe mal auf dem anderen Feld geguckt, da sieht's genauso aus, da ist auch Schild für Unkraut. Ja. Ja, und dann kommen wir noch durch die Baustelle, dass wir einen schönen großen Umweg fahren müssen. Ja. Ja. Machen wir das einmal. Ich scheiß da nochmal auf dem Feld, ob da noch was ist und dann. Ja. Aber es sieht ja ganz gut aus hier jetzt auf diesem hier. Ja, ich würde mich mal kurz ins Büro begeben und dort mal eine Mail an die Bank schreiben wegen dem Kredit. Ja, machen wir so. Ja.
Ja, Ludwig? Ja. Ja. So meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst so gern ein Abo und ein Like da, schreibt eure Meinung in die Kommentare und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.